Das werde ich. Auf jeden Fall. Kann ich was aus der Bibel vorlesen? Ja, für ihn. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert ein, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Dieser Mann hat weder ein Schwert noch eine Wahl. Muss er dann sterben, weil er zum Töten gezwungen wird? Ja, was für eine Ironie. Schilde, Ausrüstung wird gepflegt, Vorbereitung auf die Schlacht. Hoffe, sie werden Leben retten. Gemeinde, der Bischof von Lincoln. Betet für König Stefan Sieg. Es wird Zeit, dass der Krieg endet. Oh ja. So. Sip. König Stefan. Wartet mal. Halt. Nein, warte. Der König. Wenn er nicht hilft, ist alles verloren. Er bereitet sich auf die Schlacht vor. Warte mal. Richard, kann ich da mitreden? Könnt ihr mir helfen, eine Audienz beim König zu bekommen? Ich bin hier, um in 2 Tagen auf dem Schlachtfeld meine Treue zu beweisen. Danach wird er sicher mit mir reden wollen. Das ist zu spät. Ich muss ihn jetzt sprechen. Bete, mein Kind. Wenn der Herr mit ihnen ist, warum müssen sie sich dann schützen? Ja, der Herr unterstützt keinen Krieg. Da ist er nicht so der Supporter für, mein Freund. Kann man da drüben noch irgendwo hin? Nee, scheint nicht so. Er war auf einem Kreuzzug und hatte... Warum? Weiß ich nicht. Fürs Pferd. Christus hat die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben. Doch hier äpfeln die Pferde auf heiligem Boden. Das ist nicht recht. Der Bischof braucht meine Hilfe nicht. Gut, dann reden wir mit ihm. König Stefan, was geht, Homie? Es gibt keine Alternative. Ich muss selbst rausgehen und sehen, was da los ist. Mein König, Ranulfs Bogenschützen warten nur auf euch. Sie wissen, dass sie meiner Gnade ausgeliefert sind, sobald ich mit dem Bastard Robert und Ranulf, dem Verräter, fertig bin. Ich bezweifle, dass sie auf mich schießen würden. Stefan, sei vernünftig. Henry, die Kirche sollte jetzt mal schweigen. Wir sind im Krieg. Tja. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt gehe ich da raus. Ohne einen Pfeil abzukriegen. Ich muss wissen, warum sie plötzlich die ganzen Bogenschützen da oben postiert haben. Gebraucht bitte einmal euren Kopf. Denkt nach. Ja, mein König. Stör ihn mal nicht. Warte noch. Verlasse die Kathedrale. Weißt du vielleicht was? Heute sind 2-mal so viele Bogenschützen da oben. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen? Ich stehe jetzt schon seit Wochen hier. Ranulfs Männer haben vermutlich bloß Langeweile. Sie wollen nichts Böses. Wie könnt ihr so sicher sein? Hör zu. Das ist mein Freund da drüben. Ich habe ihn nie gesehen. Aber wir machen das jeden Tag. Deshalb bin ich mir sicher. Lincoln Castle und der bevorstehende Kampf. Untersuchen. Dokumente. 1141. Nachdem Lincoln Castle von Mathildes Loyalsten besetzt wurde, ließ der König die Burg belagern. Kurz darauf erreichte dem König der Kunde, dass Mathildes Halbbruder gen Lincoln vorstieß. Und auch wenn dieser von einem großen walisischen Heer unterstützt wurde, zog auch Stefan nicht unvorbereitet in die Schlacht. Innerhalb von 2 Tagen konnte der Kampf um den englischen Thron endlich vorbei sein, wenn die Streitkräfte Mathildes und Stefan sich auf den Schlachten von Lincoln begegnen. Ach, das war schon. Okay. So, dann müssen wir kurz mal darüber stammen. Mit der heiligen Bibel, Burg von Lincoln. Wenn ihr in den Krieg zieht in eurem Lande gegen den Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr laut die Trompeten erschallen lassen, dass euer gedacht werde vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr errettet werdet vor euren Feinden.
Aber wer bedrängt wen, Herr? Gute Frage, gute Frage. Lauf mal noch ein Stück vor. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Waren sie alle Sünder, Herr? Jeder einzelne von ihnen? Geht das? Ich brauche eine Marktlizenz. Das hilft mir nicht weiter. Okay. Dann geh mal rein. Wir speichern das mal kurz. Das war, glaube ich, gar nicht mehr ganz mal mit dem gequatscht haben kurz. So. Ich hoffe, ich mache keine fatalen Fehler. König Stefan, ich habe Nachrichten. Ich tue gut kund. Hier, König Stefan. Ich brauche eine Lizenz. Lass uns dealen. Tritt vor den König. Mein König. Ihr? Was wollt ihr denn hier? Seid ihr gekommen, um Buße zu tun für diese gotteslästerlichen Schriften, die ihr eure Mönche schreiben lasst? Nein, Bischof Henry. Ich... Also zweifelt ihr weiter die Autorität eurer Bischöfe an, unseres Papstes? Ja, sind Idioten. Henry! Wie könnt ihr es wagen, euch hier zu zeigen? Henry! Ich sagte dir, dass ich nicht gestört werden will. Dieser Mensch gehört in eine Zelle geworfen. Vielleicht kommt er dann zur Einsicht. Was? Weil er nicht an deine Wunder glaubt. Ich gebe ja zu, dass es einen gewissen Unterhaltungswert hat, jemanden über glühend heiße Pflugscharen laufen zu lassen, um seine Unschuld zu beweisen. Sicher. Stefan! Der Mönch hat aber natürlich recht. Wunder geschehen immer dann, wenn die Kirche sie am meisten braucht. Wer da an Wunder oder Zufall glaubt, hat an meiner Tafel nichts zu suchen. Ach. Wie ist euer Name, Mönch? Philipp von Gwyneth. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder euch einsperrt. Wenn euch jemand einsperren sollte, werde ich das sein. Mein König, ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Dafür ist keine Zeit. Es sei denn, ihr habt eine Lösung für mein Problem. Die Bogenschützen auf der Burgmauer würden mich liebend gerne mit Pfeilen bedenken. Deshalb muss ich hinaus und mir selbst ein Bild der Lage dort draußen verschaffen. Wenn euch nichts dazu einfällt, verschwendet besser nicht meine Zeit. Und ich lasse euch doch einsperren. Steffen will, dass ich das Schloss ansehe, ohne vom Feind getroffen zu werden. Okay, nehmen. So, das speichert schon mal, dann gehen wir raus. Wobei, warte mal, ich gehe nochmal rein. Können wir mit dem darüber reden? Hier. Was glaubt ihr, ist der sicherste Weg, sich einem Bogenschützen zu stellen? Überlegt ihr, mit uns in die Schlacht zu ziehen? Er wird einer von uns. Endlich. Schon gut. Können wir mit ihnen darüber reden? Nein. Okay. Aber mit dem Pferd. Zu Pferde würde Stefan wohl ein noch besseres Ziel abgeben. Und hier? Sie beten bereits für Stefan. Gut. Aber ich zweifle, ob das die Lösung ist, nach der er sucht. Ja, bezweifle ich auch. Und ist da? Ich glaube nicht, dass er eine Antwort wüsste. Okay. Und der Schildtyp? Ein Schild könnte sicher einen Pfeil aufhalten. Ein Schild dürfte vom Pfeil schützen. Okay, wir können aber noch weitermachen. Okay, das heißt, es gibt noch andere Lösungen. So. Die Ratgeber des Königs glauben, es wäre gefährlich für ihn, hier im Sichtfeld der Bogenschützen zu stehen. Sie haben recht.
Ach ja? Macht euch keine Sorgen. Sie werden ihre Pfeile nicht an Mönche und Bauern verschwenden. Aber der König wäre sicher ein verlockendes Ziel. Es würde den Krieg im Handumdrehen beenden. Ich würde auch nicht zögern, den Bastard von Gloucester zu erschießen. Die Schützen werden nicht auf Bauern schießen, oder die, die so aussehen. Ah, das ist natürlich eine Idee. König Stefan, ich schlage mal das vor. Das ist wirklich eine Legende. Wie ein Bauer zu kleiden. Warte mal, mir ging was. Ich speichere vorher. aber vielleicht sind nicht. So, warte mal. Ja. Du speicherst für mich separat, das möchte ich aber nicht. Hör auf damit. Hallo, lass mich speichern. Ich will intelligent, wenn ich das mache. So, ja. Zack. So, reden. Bauern. Wenn ihr euch wie ein armer Mann kleiden würdet, nicht wie ein König oder Soldat, werden die Bogenschützen vielleicht nicht schießen. Das ist höchst unangemessen, Philipp von Gwyneth. Das stimmt. Aber er hat recht. Robert ist ein Bastard. Aber seine Männer sind nicht ohne Ehre. Wer seid ihr noch gleich, Mönch? Warum seid ihr hier? Ich bin der Prior von Kingsbridge, Herr. Ah, natürlich. Der Prior von Kingsbridge. Ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Was kann wichtig genug sein, um den König zu solch einer Zeit zu stören? Robert von Gloucester wird in 2 Tagen angreifen. Wollen wir sehen, ob er es ernst meint, hm? Zieht eure Kutte aus, Prior von Kingsbridge. Herr! Geniert euch nicht. Es war schließlich eure Idee. Ach du Scheiße. Die Männer sind schon den ganzen Tag unruhig. Warum, frage ich mich. Es ist so eine simple Mauer. Und doch könnte sich Ranulf von Chester mit all diesen Männern noch einen weiteren Monat dahinter verkriechen. Aber warum dann diese ganzen Bogenschützen? Sie wären drinnen sicher. Sie brauchen nicht da oben zu stehen. Sprich über das Abkommen mit dem Hamley. Sprich mit den Marktgenehmigungen an. Eigentlich mit den Marktgenehmigungen waren wir hier. Auch komm mit den Hamley, es ist beides wichtig. Ja, ich deswegen hier, dann machen wir das. Marktgenehmigung, komm. Herr, ich habe alles getan, was ihr von mir wolltet. Jetzt hört mir bitte zu. Ich höre, Mönch. Lasst mich raten. Ihr seid hier wegen eures illegalen Marktes. Was? Das Geld wurde nur für die Kathedrale verwendet. Ihr habt doch. Hier. Die Einnahmen wurden nur für die Kathedrale verwendet. Ich wusste nicht, dass wir eine Genehmigung brauchten. Der Markt wurde auf Kirchengrund abgehalten. Die Kirche steht nicht über dem Gesetz. Dies ist nicht das Heilige Römische Reich. Nein, natürlich nicht. Euer Markt ist illegal. Ich habe William in seiner Entscheidung unterstützt, euch zu bestrafen. Denn der Markt zahlte ja nicht nur für die Kathedrale. Er zahlte auch für die Kinder des Verräters Bartholomäus. Ich fühle mich für sie verantwortlich, aber Lina und Richard sind keine Verräter. Das stimmt allerdings. Aber Aljena und Richard sind keine Verräter. Ihr habt es selbst gesagt. Ihr habt gesagt, sie seien frei. Ja. Ich erinnere mich an meine Worte, Mönch. Aber also, der Graf von Shiring sagte mir, dass ein Ritter in meinem Gefolge mich zu überzeugen versuchen wird, meine Loyalitäten zu überdenken. Dazu kann ich nichts sagen. William Hamley und Bischof Walleran sagten, ihr werdet gerissen. Jetzt weiß ich, warum. Herr, ihr dürft ihnen nicht trauen. Hört gut zu. Ihr werdet keine Marktgenehmigung erhalten. Und Bartholomäus Kinder werden hängen, wenn sie gegen meinen Grafen von Shiring vorgehen. Habt ihr verstanden?
Ich verstehe. Natürlich. Deshalb sind die ganzen Bogenschützen da oben. Robert von Gloucester greift nicht in zwei Tagen an. Er greift heute an. Zu den Waffen! Es ist ein Hinterhalt. Nicht das Vordertor. Sie wussten, das würde uns rauslocken. Ich brauche mein Pferd. Als Stefan und seine Männer dem feindlichen Heer entgegenzogen, drängte mich Bischof Henry mit ihm, den Kirchturm zu besteigen. Seine Sorgen hatten ihn unseren Streit vergessen lassen. Ich war noch nie so hoch oben gewesen. Betet mit mir, Philipp. Betet, dass Stefan siegt, damit dieser Krieg enden kann. Ich schloss die Augen, um zu beten. Bete für Stefans Sieg, bete für den Frieden, bete für Stefans Niederlage. Frieden, bitte. Und ich vergaß Kingsbridge und den Markt und meine eigenen Sorgen. Und ich betete einfach für den Frieden. Und dabei wurde mir klar, dass ich seit dem Traum, in dem meine Eltern wieder gestorben waren, nicht mehr gebetet hatte. Würde Gott meine Gebete wieder nicht hören, wie in jenem Traum? Ich bat den Herrn, mich zu erhören, mir zu zeigen, dass er da war. Philipp, seht! Ich war zu weit weg, um zu verstehen, was da vor der Stadt geschah. Roberts Männer! Ja? Sie gewinnen! Stefan ist verloren! Ich hatte das Gefühl, dass sich alles um mich drehte. Ich hatte Angst zu fallen. Ich schloss die Augen. Und dann sah ich. Sie brechen das Kirchentor ein! Ich wüsste den Sieg beten sollen, wäre es anders ausgegangen. Ich kenne die Wahrheit aktuell aus Kathedrale von Lincoln. Okay. Wie ist denn? Ich nehme immer noch das Ding hier. Wo sind die Frauen? Dann wusste ich, dass wir es waren. Wir allein. Da ist kein Teufel, uns zu schaden. Kein Gott, uns zu erretten. Wir allein. Philipp blieb für 2 Wochen verschwunden. Wir wussten nicht, was mit ihm geschehen war. Später in Kingsbridge. Aber wenn ich ehrlich bin, hatten wir damals ganz andere Sachen im Sinn. Ellie und ich. Bist du sicher, dass wir allein sind? Hier gibt es nur dich und mich. Sieh doch nur. Sag ich doch. Ich hoffe, Philipp und Richard geht es gut. Ich auch. Sag, Jack, hast du unser Buch gelesen? Was ist mit dir? Wie fandest du es? Philipp ist schuld, wenn was? All dies zugrunde geht, weil er einen illegalen Markt durchgeführt hat, trägt er alleine die Verantwortung. Ich habe Vertrauen in ihn. Und das solltest du auch. Wer sonst könnte Kingsbridge retten, wenn nicht er? Ha,
Erinnerst du dich noch an den Text? Naja, was ist denn mit dir? Jein. Alina zitiert Ovidus Amoris. Sie zitiert's. Vor mir stand er, das Gewand am Boden. Sein vollkommener Körper bot sich mir dar. Aha, so eine Lektüre. Um eine Frau? Oh, da habe ich wohl was verwechselt. Womit? Ah ja. Bin mir nicht sicher. Nein. Check macht weiter. Oh, ihre Schultern und Arme, die ich erblickt und berührte. So eine Lektüre. Ihre liebliche Brust hielt ich in bebender Hand. An den Teil erinnere ich mich. Ach, wirklich? Ja. Ja, ja. Dann die Alina. Schlank anschloss sich sein Leib an die schwellende Brust. Hüften reizend gewölbt. Ein vollkommener Hintern. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Und wenn? Gefällt dir meine Fassung nicht? Oh doch, sehr. Aber was sage ich noch? Nichts Unvollkommenes sah ich. Und so schloss ich sie nackt fest an die Brust. Jack. Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Auf immer und ewig. Was schafft denn dann noch so zu später Stund? Und hört's gleich, weil es geht rund. ja. Die haben nur Dehnübungen gemacht, mehr Hast nicht. Hast du etwas gehört?